Ich hatte ja vor einiger Zeit mal angefragt, ob ihr Lust auf so ein Fragen-Antworten-Video habt und ob ihr mir Fragen stellen wollt. Ja, das habt ihr zahlreich getan. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an, dann kann ich so viel wie möglich Fragen beantworten. Und ja, los geht's! Lieber Sekt oder Bier? Ich trinke beides eigentlich ganz gerne, aber wenn ich auswählen muss, dann lieber Sekt und noch lieber Hugo. Was für ein Shampoo benutzt du des Öfteren? Ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen. Ich benutze das L-Vital Arginine Resist und zwar, weil es mega gut riecht. Und einen anderen Grund gibt es nicht. Und es ist pink-schwarz. Hallo, ein pink-schwarzes Shampoo, was gut riecht. Was gibt's Besseres? Lieber Gammeljoghurt essen oder Senf durch die Nase ziehen? Nichts von beiden. Netter Versuch. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit dem Wohnprinzen? Das war ganz einfach. Er hat einfach ausgeschrieben bei Twitter, wer Lust hat, in seinem neuen Video mitzumachen. Und dann habe ich geschrieben, ich. Und dann hat er geschrieben, okay. Und dann habe ich geschrieben, cool. Und dann hat er geschrieben, gut. Und dann habe ich ihm das Video geschickt. Liebe Grüße nebenbei. Wer inspiriert dich? Das Leben inspiriert mich. Ich habe weder Idole auf YouTube, noch habe ich Idole in meinem wirklichen Leben. Dass ich nicht sagen kann, dass es jetzt jemanden gibt, der mich komplett inspiriert. Natürlich lasse ich mich gerne anstecken von kreativen Menschen, von lustigen Menschen, das schon, aber meine Inspiration schreibt eigentlich mein eigenes Leben. Was findest du an deiner neuen Heimat am besten? Also was ich hier sehr, sehr schön finde, ist, dass ich hier unglaublich gut aufgenommen wurde. Dass fremde Menschen oder auch Menschen, die mich kennen, mich hier mit offenen Armen empfangen haben und sehr nett und sehr offen auf mich zugegangen sind. Auch gerade in der Zeit am Anfang habe ich sehr, sehr traurige Phasen gehabt, weil ich doch oft Heimweh hatte. Auch in meinem Alter hat man noch Heimweh. Ansonsten gefällt mir einfach die Stadt und der Rhein und ja, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Arbeitest du noch als Arzthelferin? Ja, natürlich, ich arbeite noch als Arzthelferin, daran hat sich nichts geändert und es ist nur einfach mein Berufsfeld ein bisschen anders geworden, dadurch, dass ich jetzt in einem viel größeren Betrieb arbeite und andere Dinge zu tun habe, viel mehr Verwaltung, so ein bisschen, ja, Sekretärin ist da auch mit drin, das ist sehr umfangreich, aber im Großen und Ganzen bin ich noch als Arzthelferin angestellt. Was bedeuten deine Tattoos? Meine Tattoos bedeuten mir sehr, sehr viel, haben meistens eine Verbindung zu meiner Familie und mehr dazu bleibt mein Geheimnis. Wird es eine Roomtour geben? Und wenn nicht vom Apartment, dann vielleicht von deiner Wohnung? Also von meinem Apartment wird es definitiv keine geben, weil das ist nur ein Einzimmer-Apartment. Das sind nicht meine Möbel, das ist nicht individuell von mir eingerichtet. Insofern ist eine Roomtour da, finde ich, überflüssig. Ob es eine von meiner neuen Wohnung gibt, das weiß ich noch nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass es überhaupt irgendjemand interessiert. Aber ob ich eine machen würde, ich habe keine Ahnung. Wie ist es, in der Nähe der unfassbar tollen und oft bewunderten It's Bambi zu wohnen? Höhöhö, Doppelpunkt D, Doppelpunkt D, Doppelpunkt D. Naja, It's Bambi. Es ist unfassbar schön, mehr in deiner Nähe zu wohnen, zu wissen, dass du da bist, wenn ich dich brauche. Und ich hoffe, es geht dir auch so, dass du dich gut fühlst mit dem Gedanken, dass ich jetzt näher in deiner Nähe bin. Und ja, schön einfach. Wer ist dein One True Pairing? Auf YouTube ist es auf jeden Fall im Moment absolut Nina Kuchera mit ihrem Ehemann. Ich finde, die beiden sind zuckersüß und die machen einfach nur mega witzige Videos zusammen. Bei den beiden merkt man, dass es wirklich, dass sie glücklich sind und dass sie Spaß haben und das finde ich sehr schön anzusehen. So, ach du liebes bisschen, wie viele Fragen sind das denn? Was schätzt du am meisten an deinen Freunden? Ihr Vertrauen und ihre Hilfsbereitschaft. Welches Wort beschreibt dich am besten? Oh, wie soll ich das denn machen? Das müssen ja eher andere sagen, die mich privat kennen. Was würdet ihr sagen, welches Wort beschreibt mich am besten? Abgedreht. Welche Fähigkeit würdest du am liebsten perfekt können? Vertrauen. Vertrauen in mich selber und in andere, weil ich sehr misstrauisch bin und das meistens unbegründet ist und deshalb würde ich sagen, Vertrauen. Was ist dein Lieblingsschmuck?
Stück. Mein Lieblingsschmuckstück ist ein kleines goldenes Armkettchen, wo mein richtiger Name draufsteht. Und das habe ich seit meiner Taufe und ja, es passt mir immer noch. Eher Realist oder Idealist? Also ich bin ein Realist, auf jeden Fall. Und ein Idealist bin ich auch, wenn es um Arbeit geht. Ich kann nichts halbfertig liegen lassen und ich kann zum Beispiel kein Video schneiden, wo ich das Gefühl habe, es passt auch nur ein Funke nicht. Das wird so lange bearbeitet, bis es gut ist. Für mich gut ist. Was ist für dich Glück und Freude? Glück und Freude bedeutet für mich, die kleinen Dinge des Lebens wertzuschätzen, sich über kleine Dinge zu freuen, Familie und Freunde zu haben. Das macht mich unheimlich glücklich, zu wissen, dass Menschen für mich da sind, dass ich für andere da sein kann. Das ist für mich ein großes Glück und bereitet mir sehr viel Freude. Und ja, ansonsten sind es wirklich die kleinen Dinge im Leben, die... Ui. Wenn du könntest, welches Gefühl würdest du an dir ausschalten? Ich habe furchtbar stark ausgeprägte Verlustängste und man mag es mir nicht ansehen vielleicht, aber manchmal auch sehr, sehr starke Selbstzweifel und das sind Dinge, die ich nicht abschalten möchte, weil ich finde es im gewissen Maße auch richtig, dass man solche Gefühle hat, aber bei mir sind sie sehr stark ausgeprägt und das sind Ängste, die ich gerne ein bisschen runterschrauben würde, weil sie mir manchmal echt am Weg stehen. Ja, und das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte allen gerecht werden, eure Fragen beantworten und ihr konntet mit den Antworten auch ein bisschen was anfangen. Falls ihr noch mehr Fragen habt, ihr dürft sie mir immer gerne stellen. Ich kann sowas zwischendurch immer mal wieder machen, solche Fragen beantworten. Ich kann auch mal wieder ein Hangout machen, wo ich Fragen beantworte. Schreibt es mir mal, wie ihr es lieber wollt. Wollt ihr es im Video haben oder wollt ihr es lieber als Hangout haben? Schreibt es mir in die Kommentare, dann werde ich das berücksichtigen beim nächsten Mal. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann! Tschüss!